Die Raiffeisenbank Salzkammergut verzeichnete im Geschäftsjahr 2022 trotz des von Krisen geprägten Umfelds ein gutes Ergebnis. So konnte die Regionalbank etwa ihr Eigenkapital weiter steigern. Ebenso gab es deutliche Zuwächse sowohl bei den Spar- als auch Giroeinlagen. Präsentiert wurde die Bilanz zuletzt im Rahmen der jährlichen Generalversammlung im Haus Salzkammergut. Nach wie vor sparen unsere Kunden und die Leute in der Region, sodass wir die Mittel und die Möglichkeiten haben, entsprechende Kredite der Wirtschaft zur Verfügung zu stellen. Das ist letztendlich Fortschritt. Und da haben wir ein sehr, sehr gutes Wachstum im Finanzierungsbereich von über 10%. Da haben wir im Einlagenwachstum entsprechend da, sodass wir einfach der Region die Geldmittel zur Verfügung stellen können. Gerade die vergangenen Krisenjahre haben laut Klaus Ahammer deutlich gemacht, wie wichtig es ist, vor Ort für die Kunden da zu sein. Für uns ist derzeit eine Filialschließungsthematik nicht das Thema. Wir optimieren, aber wir sind sehr, sehr gut aufgestellt mit 116 Mitarbeitern, die für unsere Kundinnen und Kunden in der Region da sind. Schon in der Vergangenheit ist der wirtschaftliche Fortschritt des Salzkammerguts eines der zentralen Anliegen der Bank gewesen. Genossenschaft neu denken lautet das Motto für die Zukunft. Unsere Bank gehört der Region und gehört in diese Region. Wir haben 14.000 Mitinhaber aus dieser Region und sehen uns nicht nur als finanzieller Nahversorger, sondern auch als wesentlichen Motor der regionalen heimischen Wirtschaft. Und in diesem Sinne, glaube ich, ist es zu verstehen. Nicht nur regionale Betriebe und Projekte will man künftig weiter unterstützen. Ein klarer Schwerpunkt liegt auch bei der Jugend. Gerade die Jugend braucht Vereine, braucht soziale Einrichtungen, wo sie sich gut entwickeln kann, Bildung, Gesundheit, da setzen wir ganz starke Punkte auch für die nächste Zukunft und da wollen wir im Herbst ganz große Dinge andenken, wo wir schon sehr weit sind. So viel zur regionalen Entwicklung. Was viele zurzeit international beschäftigt, rückte man an jenem Abend ebenso in den Mittelpunkt. Die Rede ist vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Dazu lud man Politikwissenschaftler Gerhard Mangott ein. Seine Kernbotschaft: Der Krieg werde weitergehen. Aus jetziger Sicht sei keine Verhandlungslösung in Sicht. Sie sagen zwar öffentlich, dass Sie verhandlungsbereit sind, Sie stellen dafür aber Bedingungen, die für die jeweils andere Seite inakzeptabel sind. Also es gibt keine Aussichten auf Verhandlungen. Vielleicht dann, wenn die ukrainische Gegenoffensive sehr erfolgreich sein wird. Aber ob das passiert, das muss noch abgewartet werden. Der Krieg in der Ukraine betrifft uns alle. Es ist eine furchtbare, schreckliche Situation und man muss auch, um dem irgendwie entgegenwirken zu können, man hat eh nur sehr beschränkte Mittel, aber sich zumindest informieren, wie hier die politische Situation ist, um rechtzeitig in gewisser Richtung dann reagieren zu können. Der Russland-Ukraine-Krieg hat nicht nur geopolitische, sondern auch weltwirtschaftliche Folgen. Denkt man an die höheren Preise für Energie, die Inflation und nicht zuletzt an die gestiegenen Ausgaben für Lebensmittel. Die Zahl jener, die sich Einkaufen zu normalen Preisen nicht mehr leisten können, steigt. Das macht sich etwa auch beim Sozialmarkt Gmunden bemerkbar. Wir haben das schon massiv gespürt und zwar alleine aus dem Grund, weil wir ja sehr viele ukrainische Flüchtlinge da haben. Und ich sage jetzt nur einmal eine Zahl, wir haben immer die Jahre hindurch so circa 40 bis maximal 50 neue Ausweise ausgestellt im Jahr. Und 2022 265. Also das sagt eigentlich jeder und schon hübsch alles. Die Lebensmittel kauft der Sozialmarkt einerseits von den Einnahmen, andererseits gibt es auch Unterstützung von außen, etwa durch die Raiffeisenbank Salzkammergut. Gerade die Raiffeisenbank Salzkammergut unterstützt uns das massiv und vor allen Dingen laufend. Was für uns wichtig ist, weil wir dadurch natürlich eine gewisse Sicherheit haben, dass wir verschiedene Sachen zukaufen können. Für einen starken Fokus auf die Weiterentwicklung der Region hat man sich vor den Mitinhabervertretern, Kunden sowie Politikern einmal mehr ausgesprochen. Derzeit zählt die Raiffeisenbank Salzkammergut bundesweit zu den 10 größten Raiffeisenbanken und aus betriebswirtschaftlicher Sicht zu den Top 3.